Na, Keks, ist ja auch so heiß. Und du hast ja immer einen Wintermantel an. Der Besitzer soll dich mal scheren. Hallo, Schwesterchen. Hallo, Fritzchen. Mann, ist das heiß heute. Es ist furchtbar heiß. Unglaublich heiß. Hier, Keks, auch was für dich. Es ist so heiß heute. Oh, eine Hitze ist das. Suse. 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 Entschuldigung, war das deins? Es ist so heiß. Ach, so heiß. Ich brauche dringend eine Abkühlung. Ich muss sofort ans Wasser. Ja, hab ja schon alles vorbereitet. Ja. Picknickkorb, Luftmatratze, Decke, fehlt nur noch das Handtuch. So, nichts wie ab zum Teich. Alles stehen und liegen lassen. Abkühlen. Keks, komm. Na komm. Trägst du auch ans Wasser. Was denn? Was? Ach so, entschuldige. Selbstverständlich. Das ist ja heiß heute. Ich sag dir, das ist zu heiß. Ja, ja. Ja, Keks, ich mach ja schon. Na komm. Ja. Stöckchen jagen im Teich. Das ist für Keks der Inbegriff von Sommer. Ja, komm. Ja, komm her. Ich her. Ja, fein hast du das gemacht. Fein hast du das gemacht. Und komm, komm. Ja. Das ist so schön hier. Aber schade, dass man hier nicht mal schwimmen kann. Ja, leider. Der Teich ist viel zu flach. Von Jahr zu Jahr verschlammt er immer mehr. Autsch. Ich glaube, es gibt auch von Jahr zu Jahr mehr Mücken. Ja, die mögen das flache Wasser. Hier können Mücken ihre Eier gut ablegen. Es ist nicht zu kalt und es gibt weniger Feinde als im tiefen Wasser. So ein offenes Regenfass ist noch besser. Hier gibt es gar keine Feinde, die einen fressen wollen. Und die Nähe zum Menschen ist praktisch, wenn man was zum Stechen sucht. Stechen tut nur das Mückenweibchen. Es braucht das Blut, um seine Eier legen zu können. Mit ihrem Rüssel spritzt die Stechmücke erst einmal ein Mittel, das das Blut schön dünn macht. Und dann kann sie saugen, ohne dass der Rüssel verstopft. Prostmahlzeit. Ja, dieses Verdünnungsmittel lässt den Mückenstich so jucken. Autsch. Einmal vollgetankt, schon legt sie los. 300 Eier. Daraus schlüpfen später solche Mückenlarven. Nach ungefähr 10 Tagen verpuppt sich die Larve. Und aus der Puppe, na, feste, schlüpft eine neue Mücke. Aber Vorsicht, vor solchen Libellen muss sich unsere Mücke in Acht nehmen. Sie fangen und fressen Mücken im Flug, und zwar ziemlich viele. Libellen legen ihre Eier, genau wie die Mücken, ins Wasser, aber nicht in Pfützen oder Regentonnen. Dazu sind Libellenlarven zu groß und gefräßig. Sie brauchen Wasser, in dem viele Tiere leben, die sie fressen können. Kaulquappen zum Beispiel. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das nenne ich ja mal ein Fresswerkzeug. Zack! Und sie scheint ziemlich hungrig zu sein. Oh, eine Mückenlarve. Vorsicht! Zu spät. Auch die riesigen Libellenlarven verpuppen sich. Und später schlüpft aus der Puppe eine wunderschöne Libelle. Und wenn der Teich jetzt noch flacher wird, dann ist das gut für die Mücken. Die anderen Tiere verschwinden hier. Weil sie nicht mehr genug zu fressen finden. Aber das wäre doch schade. Kann man das nicht irgendwie verhindern? Erst müsste man den Teich mal wieder auf Vordermann bringen. Schlamm ausheben und so. Dann könnte man hier auch wieder schwimmen gehen. Ja, das wäre prima. Ich würde ja auch selbst mit anpacken. Man müsste nur wissen, wem der Teich gehört. Wo ist mein Handy? Ach, Suse, jetzt doch nicht. So schön ruhig. Och nee. Ganz ruhig, Keks, ganz ruhig. Die haben sie doch nicht mehr alle. Was soll denn das? Spinnt doch. Ganz ruhig. Der treibt den Adrenalinspiegel ganz schön hoch, oh, was? Ja. Ich komm mal rüber. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Verbrennungsmotor, Seilzugstarter und Trimmanlage aus Edelstahl. Ja, der kommt bei 50 km/h richtig zur Sache. Wir können Rennen fahren. Ich hab noch mehr mit. Hier, meine Miss Beverly. Die entlässt ihren Atem durch ein Resonanzrohr und gibt Leistung über eine Flexwelle an den Propeller weiter. Die fliegt förmlich übers Wasser. Echt geile Sache, Alter. Willst du auch mal? Danke, die sieht ja sehr hübsch aus, aber bei dem Lärm fallen einem ja die Ohren ab. Quatsch. So
So ein Rennen macht echt Laune. Sind diese Dinger überhaupt zugelassen? Ja, klar. Hier schon. Wie hier schon? Na ja. Entschuldigung. Markus Brandt, ich wollte Sie nicht verärgern. Ich habe mir heute Morgen hier diesen Teich gepachtet und da musste ich natürlich sofort herkommen. Gepachtet? Heute? Ja. Naja, so in etwa. Genau genommen habe ich heute Morgen den Vorvertrag unterschrieben. Vorvertrag? Wozu das denn? Ja, um mein Hobby zum Beruf zu machen. Ich eröffne hier eine Freizeitanlage für Modellbootfans. Geile Sache. Was? Ja, ich hab doch eine Marktlücke entdeckt. Was denn für eine Marktlücke? Scharenweise werden die Speedboat-Freaks hier einfallen, um hier ihre Rennen zu fahren. Naja, und dafür kassiere ich natürlich ordentlich Eintritt satt. Ausgerechnet hier? Wieso denn? Ja, weil man uns woanders nicht lässt. Unsere Maschinen sind zu laut, heißt es. Ach was. Ja, wir versetzen die Tiere in Panik und verpesten angeblich das Wasser. Und weil sie mal so ein bisschen Öl verlieren. Und dann haben wir ständig Stress mit irgendwelchen Leuten vom Naturschutz oder sonst welchen Ämtern. Aber das hier ist nicht als Erholungsgebiet ausgewiesen und steht auch nicht unter Naturschutz. Hier kann uns keiner. Da findet man einmal ein ruhiges Plätzchen und dann sowas. Du glaubst doch nicht, dass wir in aller Ruhe abwarten, bis du deine dusselige Freizeitanlage hier aufmachst. Ganz ruhig, Kumpel. Du hast eh keine Chance. Außerdem kann ein Hund von mir aus gerne weiter hier baden, wenn die Anlage frei ist. Wann wollen Sie Ihre Rennanlage denn eröffnen? Mal sehen. Also, der Schilfkram hier und das ganze andere Grünzeug, das stört natürlich. Ne? Das muss alles radikal weg. Ne? Ja, das Ufer muss auch noch befestigt werden, damit keiner im Matsch steht. Ja. So in 4 bis 6 Wochen, denke ich, kann die Eröffnung stattfinden. Ich schicke eine Einladung. Willst du nicht doch mal? Danke, sehr hartnäckig, aber ich glaube, wir gehen. Keks, komm. Ciao, man sieht sich. Ganz sicher. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Da taucht dieser Typ auf und will alles platt machen. Eine Rennanlage für Modellboote. Das hält doch kein Mensch aus. Entschuldige, Keks, natürlich auch kein Hund. Brüderchen, mal ganz ruhig. Ich habe mit dem Besitzer von dem Teichgrundstück schon öfters Geschäfte gemacht. Ich könnte ihn noch mal fragen, ob sich noch was machen lässt. Suse, wenn dieser Markus wirklich einen Vertrag hat, dann wird's ganz schön schwer. Aber man muss jede Chance wahrnehmen. Sonst kannst du den Teich mit all seinen kleinen Tierchen vergessen. Ganz schön blöd, Keks, was? Wir schaffen das schon. Jede noch so kleine Chance nutzen. Genau das tue ich jetzt. Dieser Markus hat doch gesagt, dass er woanders schon Stress mit dem Naturschutz hatte. Wegen der Tiere. Deswegen muss ich nachweisen, dass hier besonders seltene Tiere leben. Und jetzt filme ich einfach alles, was sich bewegt. So, fangen wir erstmal mit dem gesamten Teich an, damit man weiß, wo wir sind. Ja. Oh, jede Menge Käfer. Toll sehen die aus. Wow! Die dicken Brummer hier. Die können schwimmen, tauchen und fliegen. U-Boot und Wasserflugzeug in einem. Oh, und hier, in Blau-Metallic. Super schnelle Kreiselboote. Na, Alter? Alles easy? Ja, ja, klar. Na, dann. Dann will ich mal anfangen zu roden, ne? Nee, warte mal, ich hab hier was für dich. Das würde dich interessieren. Ja? Da. Wassersporttechniken, die du noch nie gesehen hast. Aha. Diese Taumelkäfer hier sind schnelle Schwimmer auf und unter der Wasseroberfläche. Sie flitzen deshalb so irre hin und her, weil jeder Ruderschlag ihrer Beine die Richtung ändert. Unter Wasser geht's besser. Geradeaus und pfeilschnell. Die Taumelkäfer stoßen dabei nie zusammen. Sie haben in ihren Fühlern eine Art Radar eingebaut und wissen deshalb immer ganz genau, wann sie ausweichen müssen. Damit finden sie auch ihre Beute, ins Wasser gefallene kleine Insekten. Droht Gefahr, geht's blitzschnell auf Tauchstation. Mit einer kleinen Portion Luft unter den Flügeln, als Vorrat zum Atmen.
So kann man bequem unter Wasser warten, bis die Gefahr vorbei ist. Er hat noch mehr zu bieten. Seine Augen sind in eine obere und in eine untere Hälfte geteilt. Mit denen können sie gleichzeitig unter und über Wasser gucken. Oh, hat er nicht gerade ins Wasser gespuckt? Da der Gelbrandkäfer taucht wie ein U-Boot und kann als Wasserflugzeug in die Luft gehen. Unter Wasser muss er öfter Luft nachtanken. Dazu steckt er sein Hinterteil einfach aus dem Wasser. In dem sind nämlich Luftröhren eingebaut. Gelbrandkäfer haben sogar Tanks für Ballast wie richtige U-Boote. Sie sitzen am Po und können mit Wasser und Kot gefüllt werden. Zum Tauchen werden die Tanks gefüllt, zum Fliegen entleert. Er frisst alles. Mückenlarven, Würmer, Kaulquappen, aber auch kranke und tote Fische. Deshalb gilt er als Gesundheitspolizist im Teich. Oft stopft er sich so voll, dass er erst mal kotzen muss, um nicht so schwer zum Fliegen zu sein. Na, toll, was? Ja, ganz nett. Kotzende Käfer halt. Na komm schon. Die Käfer haben einmalige Techniken drauf, das musst du doch zugeben. Ja, schon, aber ich hab's eben nicht so mit Viechern. Echte Technik ist cool. Maschinen, Konstruktionen, Höchstleistungen. Genau darum geht's doch. Um Technik und um ein Riesengeschäft. Jetzt stell dir doch mal ein U-Boot-Modell vor, ja, das als Wasserflugzeug in die Luft gehen kann. Das wäre doch ein Riesenhit, oder? Ja, klar. Aber wie soll das gehen? Ganz einfach. Konstruieren nach dem Vorbild der Natur. Da sind doch schon viele Erfindungen gemacht worden. Statt hier Rennen zu fahren, studierst du in aller Ruhe die Techniken der Wassertiere und baust nach, was sie dir vormachen. Du erfindest super coole Wassersportgeräte und ultimative Fahrzeuge und verdienst dir damit eine goldene Nase. Krass. Ja, aber Insekten beobachten ist irgendwie nicht mein Ding. Da steckst du womöglich jahrelange Entwicklungsarbeit in so eine Sache rein und am Ende kommt noch nicht was dabei raus, womit du Geld verdienen kannst. Nee, also an einem U-Boot, das noch nicht mal fliegen kann. Da will ich mir nicht die Zähne dran ausbeißen. Hey, Moment, es muss ja nicht so kompliziert sein. Auch einfache Sachen können genial sein. Ich wette, hier findest du noch haufenweise Tiere, die dir Vorbild sein können. Man muss halt nachsehen. Ja, ich bestimmt nicht. Weißt du, was ich glaube? Du willst mich ablenken. Ablenken? Quatsch. Ich habe einfach die bessere Geschäftsidee. Ja. Du willst doch bloß verhindern, dass ich hier meine Freizeitanlage aufmache. Ja. Blödsinn. Ich habe die bessere Idee, jedenfalls besser als deine. Ja, ganz genau. Dann machst du doch deine geniale Idee und verdien dir selbst eine goldene Nase. Schaffst du eh nicht. Wetten? Wetten? Schaffst du nicht. Schaff ich ja. Nee, schaffst du nicht. Wirst du schon sehen. Schaffst du nicht. Du kennst mich aber noch nicht. Auf gar keinen Fall. Niemals. Niemals. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Und wenn doch. Ey, Alter, du willst echt wetten? Okay. Was forderst du denn im unwahrscheinlichen Fall, dass du gewinnst? Ja gut, also die Rennanlage, die gibt es nicht. Du hilfst mir, den Teich wieder naturnah herzurichten mit Schlamm ausheben und allem drum und dran. Oh Mann, ey, du gehst aber echt aufs Ganze. Okay, meine Bedingungen. Wenn du verlierst, machst du hier einen Sommer lang für mich den Kassierer. Natürlich ohne Bezahlung, aber gut gelaunt. Und du hast eine Woche Zeit für deine Erfindung. Alles klar? Alles klar. Na denn? Viel Spaß, Kumpel. Man sieht sich. Sieht sich. Oh Mann, ich muss total verrückt geworden sein. Eine Woche. Ah. Hey. Langsam wird die Zeit echt knapp. Die Käfer als Vorbild für meine Erfindung habe ich mir abgesprengt. Was die drauf haben, kann ich unmöglich in einer Woche nachbauen. Ich muss unbedingt was genial Einfaches finden. Sonst sehe ich mich schon als Kassierer einer Modell-Speedboot-Rennbahn. Deswegen fange ich jetzt auch unter Wasser an zu forschen. So. Brille auf. Und. So, na, mal sehen, was es hier gibt. Ah, da, ein Wasserskorpion auf Nahrungssuche. Sucht Nahrung. Das hier ist sein absolutes Lieblingsessen.
Aber das schmeckt auch ganz gut. Hinten, das ist übrigens kein Stachel, sondern sein Schnorchel. Den trägt er am Po. Ah, noch so ein Wassersportler. Ein Rückenschwimmer. Kann, wenn er will, aber auch fliegen. Rückenschwimmer können nicht anders als auf dem Rücken schwimmen. Sie haben ein Luftkissen unter dem Bauch. So ist er leichter und treibt immer nach oben. Na, was haben wir denn hier? Ah, die kenne ich doch schon. Eine Libellenlarve. Passt auch noch rein. Hey, eine Spinne unter Wasser. Ist ja irre. Die sitzt in einer Taucherglocke. Die Luft dafür holt sie sich in kleinen Portionen von der Wasseroberfläche. Sie krabbelt an einer Pflanze nach oben und steckt ihren Po aus dem Wasser. Dabei bildet sich eine Luftblase. Die Spinne zieht sie blitzschnell unter Wasser und bringt sie in die Taucherglocke. Geniale Idee. Rückenschwimmer, Unterwasserraketen, Tretboote, Luftkissenboote, Taucherglocken. Im Teich, da gibt es massenhaft Tiere, die die verrücktesten Sportarten betreiben. Und leider ist keine dabei, die mir weiterhilft. Also eine Erfindung mit Schnorchel am Po, die ist Quatsch. Die Taucherglocke, die ist auch schon längst erfunden worden. Ja, und Luftkissen kennt man auch schon lange. Vom Schwimmflügel bis zum Luftkissenboot. Also, weiter so. Ja. Der fühlt sich wohl schon als Gewinner. Aber wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Fritz, Fritz, komm mal. Ich habe mit dem Besitzer des Teichgrundstücks gesprochen. Er ist leider nicht davon abzuhalten, den Vorvertrag mit Markus endgültig zu besiegeln. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Hast du eine Idee? Jein. Jein. Heißt das ja oder nein? Erzähl mal. Naja, ich habe mit Markus gewettet. Wenn ich eine neue geniale Wassersportart nach tierischem Vorbild erfinde, dann bekommen wir den Teich. Mhm. Und er hilft sogar beim Entschlammen. Wenn ich bis Dienstag um 10 Uhr nichts vorführen kann, dann baut er die Rennbahn und ich muss den Sommer über den Kassierer machen. Jetzt bin ich schon mit jedem Tier im Teich per Du. Aber eine zündige Idee habe ich immer noch nicht. Na super. Ja. Fritz, guck mal. Wasserläufer. Übers Wasser laufen. Ein Menschheitstraum. Ja, das wär's doch. Für Wasserläufer ist das überhaupt kein Problem. Die rennen übers Wasser, wie wir auf festem Boden. Und das, ohne nasse Füße zu kriegen. Ihre Beine dellen die Haut des Wassers nur ganz leicht ein, ohne dass sie zerreißt. Und so sieht es von unten aus. Wasserläufer sind federleicht und ihre Beine stehen außerdem sehr weit weg vom Körper. Das bisschen, was sie wiegen, wird so auf eine große Fläche verteilt. Zum Vorwärtskommen machen sie mit ihren Füßen kleine Wasserwirbel, die sie blitzschnell nach vorne schnellen lassen. Da! Nur wenn's mal regnet, wird's schwierig mit dem Wasserlaufen. Ein paar Tropfen machen Wasserläufern nichts aus. Doch bei starkem Regen entstehen kleine Wellen und die Wasseroberfläche ist nicht mehr stabil genug. Aber das rettende Ufer ist meistens nicht weit. Genial! Die Fritz-Fuchs-auf-dem-Wasser-Lauf-Methode. Suse, das ist es. Die coolste Sportart, die es je gab. Konstruiert von Fritz Fuchs. Yeah. Ja! Machen.
bin kurz vor dem Durchbruch. So. Jetzt. Die Halterung, die hält nicht, da muss wasserfester Kleber her. Kommst du mal hier lang, Mann? Das ist bestimmt trocken. Fritz, Fritz, da ist ein Paket für dich angekommen. Ja gut, für Fritz Fuchs. Sind Sie das? Ja, das bin ich. Ah, meine Expresslieferung. Da habe ich schon sehnsüchtig drauf gewartet. Warum das denn? Auf mir ist Verlass in jeder Lebenslage. Dankeschön. Habe ich mir doch gedacht, dass ich eine Dame vor mir habe. Oh, danke. Wiedersehen. Was ist das denn? Nein, das sieht ja super aus. Ja, das ist eigentlich nur die Vorstufe von, weißt du, bei mir ist alles im grünen Bereich. Ich brauche nur absolute Ruhe, damit ich bis morgen früh fertig werde. Ich verstehe. Du möchtest, dass ich besser gehe. Ja, lass dich doch überraschen. Es soll schließlich eine echte Premiere sein. Du kommst doch? Ich habe alle Termine abgesagt. Ich bin pünktlich um 10 Uhr da. Nee, komm doch ein bisschen früher, dann kannst du Keks abholen. Der soll nämlich auch zuschauen. Mach ich. Puderchen, ich drück dir die Daumen. Ich danke dir. Das ist ja Wahnsinn. Suse. Ja, toi, toi, toi. Na? Wo bleibt denn jetzt dein Bruder? Will der etwa kneifen? Ich kann nur so viel sagen. Mein Bruder wird diese Wette gewinnen. Wenn er in einer Minute nicht da ist, habe ich die Wette gewonnen. Das war so ausgemacht. Nur mal ganz ruhig, Herr Markus. Ja? Wir wollen Ihnen ja nicht gleich Ihre Existenz wegnehmen. Gut, mein Bruder gewinnt, das steht außer Frage. Aber ich hätte da ein viel besseres Objekt für Ihre Marktlücke. Eine verwaiste Forellenzuchtanlage mit riesigen Betonbecken. Super günstig zu haben. Schön. Dann können dahin ja die ganzen kotzenden Käfer und die anderen Viecher umziehen. Hier, 10 Uhr. 10 Uhr. Da ist er. Da ist er. Total abgefahren. Du schaffst es, Fritz! Der Teich ist unser! Glückwunsch, Kumpel. Eins muss ich ja wirklich zugeben. Die Wette hast du haushoch gewonnen. Ja. Morgen früh ab 11 Uhr, da buddeln wir den Teich aus. So, hier mal ausprobieren. Schuze. Du bist mein Lieblingsbruder. Keks. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber hier, wir toben noch eine Runde am Teich. Keks, also tschüss. Keks, komm. Tschüss.